Heute wollen wir die Summer von Mr. JWW analysieren und die Top 7 Fahrzeuge uns anschauen und am Ende des Videos lösen wir den Gesamtwert dann auf. Er ist einer der bekanntesten Influencer im englischsprachigen Raum. Er hat eine super coole Kollektion mit vielen Fahrzeugen, die an den Rennsport angelehnt sind, die Leichtbaucharakter haben und auch seltene Klassiker sind. Ihr seht 20 Fahrzeuge hinter mir, von Porsche über Ferrari bis hin zu Lamborghini und Aston Martin. Aber heute geht es nicht um unsere Fahrzeuge. Wollt ihr euer Fahrzeug bewertet haben, dann findet ihr den Link in der Beschreibung zu unserer Webseite. Einfach kurz die Daten eingeben und wir melden uns dann bei euch. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem ersten Fahrzeug, und zwar dem McLaren Senna. Und hier sehen wir schon mal einen McLaren Senna mit viel Sichtcarbon in grün gefärbt. Macht kein Hersteller so gut wie McLaren. Named after legendary. Und an den Sitzen hier, auch die Senna-Sitze genannt mit dem Carbon. Das ist oftmals ein Ausstattungsmerkmal, das wir auch im 600 LT, 570S oder 27S finden. Auch in Kombination mit dem Trackpack, immer ein sehr beliebtes Extra. F1-Driver Ayrton Senna. The McLaren Senna was designed to be the ultimate road-legal track car. Just 500 Senna were made, each built around an entirely carbon monocell with 800 horsepower and 8. Und wie er eben sagt, nach dem Rennfahrer Ayrton Senna benannt, auf 500 Stück limitiert, 800 PS und für McLaren eben das typische Carbon Monocoque. And 800 Newton-meters of torque from a 4-liter flat-plane crank twin-turbocharged V8, allowing Senna to launch from 0 to 62 mile an hour in a relatively ludicrous 2. Also absolutes Track-Fahrzeug. Und wie werden die Fahrzeuge gehandelt? Als er damals neu rauskam, war der Grundpreis bei ungefähr 920.000 Euro. Inzwischen sind die zumindest von den Aufrufpreisen etwas höher. Aber bei McLaren muss man da sehr vorsichtig sein. McLaren ist ein recht junger Hersteller, der noch nicht wie Porsche und Ferrari schon Jahrzehnte, Jahrhunderte lang am Markt etabliert ist, sondern es gab auch hin und wieder Insolvenzen und das Ganze beeinflusst den Markt sehr stark und deshalb immer ein bisschen mit Zurückhaltung die McLaren-Fahrzeuge anschauen. Ich würde sagen, wir gehen einmal in den Markt. Ich habe einmal schon mal den Senna eingegeben. Ihr werdet auch gleich sehen, dass eben viele der Fahrzeuge, die uns angezeigt werden, keine Senna sind, sondern tatsächlich 570 oder 600 LT mit den Senna sitzen. So, und hier sehen wir schon mal die ersten Fahrzeuge alle mit den Senna sitzen. Und dann ist hier das erste Fahrzeug, 1,1 Millionen Euro, grob inseriert, und hier der zweite für 1,3 Millionen Euro. Dann haben wir noch einen für 1,4. Und weiter unten kommen dann die Senna GTR. Im Video sehen wir jetzt aber normalen Senna. Schauen wir uns noch die Fahrzeuge mal an. Und was einem hier sofort auffällt bei der Konfiguration: zum einen hat er schon recht viel Kilometer, zum anderen hat er eben nicht das Sichtcarbon, das gefärbte Sichtcarbon wie das Fahrzeug im Video. Hier haben wir einen mit 2000 Kilometern im typischen McLaren Orange. Aber auch dort kein Sichtcarbon, 1,3 Millionen Euro. Und hier haben wir dann einen weiteren, fast neuwertigen, mit 700 Kilometern für 1,4 Millionen Euro. Ja, die große Preisfrage ist natürlich, wo liegt dieses Fahrzeug wirklich? Wir schauen jetzt hier einmal auf die Auktionsresultate. Im Übrigen, Classic.com ist eine Zusammenfassung von vielen Auktionen international und immer ein guter Indikator, wenn man einmal schauen möchte, wo reale Transaktionspreise von solchen Fahrzeugen liegen. Wir sehen ja schon den Senna und sind auch schon einige verauktioniert worden. Also insgesamt 24 Fahrzeuge. Wir haben hier ein Lowest Sale von 718.000 US-Dollar. Man muss hier mal auch differenzieren, der nordamerikanische Markt und der europäische. Aber insgesamt eben hier 24 Fahrzeuge, die verkauft wurden. Gehen wir mal nur auf Sold. Und sehen hier in Paris eben 1,6 Millionen Euro. Aber ein Senna LM, den haben wir hier nicht vorliegen. Hier in Dubai, ja, wir schauen uns mal rein auf die EU-Resultate in Großbritannien. Naturgemäß immer ein bisschen oder deutlich geringer die Preise. Ja, und tatsächlich kein einziges Resultat in Europa. Ich wäre konservativ an der Stelle, würde das Fahrzeug aber aufgrund seiner besonderen Konfiguration bei 1,2 Millionen Euro bewerten. Kommen wir zum zweiten Fahrzeug. Alter bekannter 992 GT3. Porsche GT3s are widely acknowledged. Hier ein schöner PTS-Fahrer. As some of, if not the best sports car platforms
ever made. In part because its breadth of ability makes it as good at the supermarket run as it is at the Nürburgring. Und hier sehen wir auch schon mal, er hat auf jeden Fall das Volllederpaket mit den Kontrastnähten in Wagenfarbe und auch den Racetex-Umfang. But more importantly, the ingredients that make GT3 so special are the ones that underpin. Ja, und die Farbe hier ist aus den 60ern, wurde erstmals 1966 angeführt. Farbe heißt Signalgelb. Damals beim F-Modell mit dem kurzen Radstand gab es die auch schon und ist so ein typischer Pastellton, der heute einfach sehr beliebt ist und oftmals als PTS-Farbe bestellt wird. Underpin the thrill of driving and ignite the excitement in petrolheads all over the world. Such components. Hier sehen wir jetzt einmal die Konfiguration, also 918 Schalensitze. Wir haben das Carbon-Paket in Hochglanz, das Armaturenbrett beledert, die Türtafeln beledern mit den Kontrastnähten. Ob es Lift hat, sehe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht, gehe davon aus. Chronopaket, also ganz typische GT3-Konfiguration. Components are the naturally aspirated flat six engine that revs to 9000 RPM, while audibly suggesting that you're actually at 11,000. It has an incredible chassis, confidence-inspiring carbon ceramic brakes, and in the case of the latest 992 generation GT3, a new double wishbone front end suspension and fancy calibration for the physics bending rear wheel steer. Marry that. Und hier sehen wir dann auch schon die Keramikbremsanlage. Also der 992 GT3 hatte mehrere Preiserhöhungen, also Neupreiserhöhungen. Und Stand 2023 sind die Fahrzeuge nochmals, ich glaube 5% zum Listenpreis 2022 gestiegen. Wir können auch einmal bei uns auf der Webseite schauen. Wir haben aktuell 2 PTS GT3s im Angebot. Und wir sehen hier einmal ein Fahrzeug, ein Neufahrzeug im PTS Moonlight Blue für 259.000 Euro. Der ist minimal über dem Listenpreis, hat auch die Keramikbremsanlage und Carbondach. Ja, 259, hier haben wir einen gebrauchten in PTS NATO Oliv mit 5700 Kilometern, ohne Keramik, ohne Lift. Der liegt jetzt auch noch etwas über dem Neupreis 2022. Aber wenn man heute rangehen würde, den in PTS konfiguriert, was im Übrigen aktuell nicht lieferbar ist, mit PCCB, mit Lift, ja, 918 sitzen, dann haben wir einen Listenpreis von ungefähr 240.000 Euro und so würde ich den an der Stelle auch bewerten. Und hier das dritte Fahrzeug, 997 GT3 RS 4.0, die letzte Ausbaustufe vom 997 GT3, limitiert auf 600 Fahrzeuge und von vielen so gehandelt als der letzte richtig analoge RS-Motor von Hans Metzger, Schaltgetriebe, 500 PS, der letzte RS mit der Handschaltung. Und hier sehen wir es auch, die Nummer 241 von 600 Stück. The Porsche 997 GT3 RS4 Liter is a unicorn for purist drivers and a celebration of one of the greatest engines to feature in a 911 platform. Just 600 RS4 Liters were made as a swan song celebration of the Hans Metzger developed. Im Übrigen gab es im Wesentlichen zwei Farben. Es gab hier die Farbe Schwarz und dann Weiß, wobei in Schwarz ungefähr ein Drittel der Fahrzeuge ausgeliefert wurden und zwei Drittel eben in Weiß. Es gab ein paar PTS-Fahrzeuge, ganz, ganz wenige. Aber für euch wichtig zu wissen, der Schwarze ist um einiges höher gehandelt wie der Weiße. Ich würde im aktuellen Markt wahrscheinlich 50.000 bis 100.000 Euro mehr bei einem vergleichbaren schwarzen Fahrzeug sehen als bei einem Weißen. Developed flat six engine. Capacity was increased from 3.8 to 4 liter, developing 500 horsepower, but importantly increasing available torque. Okay, wo werden die Fahrzeuge gehandelt? Unheimlich gehypt aktuell und auch da gilt sehr vorsichtig sein. In den USA gab es Auktionsergebnisse, die wirklich fast siebenstellig waren und auch in Deutschland und in Europa sind die Preise unheimlich gestiegen. Wäre auch an der Stelle etwas konservativ, aber wir blicken hier einmal kurz in den Markt, hier mit 500 PS. Es kann jetzt durchaus sein, dass uns auch 997 Turbo-Modelle angeboten werden. Der Facelift hatte 500 PS, die würden wir an der Stelle aber einfach überspringen. Ja, alles Turbo-Modelle. Wir können da getrost mal weiter scrollen, wenn dann auf der zweiten Seite die ersten RS auch sehen. Ja, und hier haben wir schon einen. Deutsches Fahrzeug, erste Hand und im Originallack für 399. Wir haben hier in Duisburg nochmals ein Fahrzeug, deutscher mit 6000 Kilometern und tatsächlich nur weiße Fahrzeuge.
Also hat auch hier Clubshot-Paket mit den Schalensitzen und den Carrera GT-Sitzen. Im Übrigen die roten Sitzmittelbahnen immer nicht ganz so beliebt, wie wenn er dann doch einheitlich in Schwarz ist. Noch ein Thema, Überdreher sehe ich jetzt bei dem natürlich aus der Anzeige nicht heraus. Auch hier 419. Also wie ordnen wir ihn ein? 907 GT2 RS ist vergleichbar, gab es 500 Stück, also nochmals strenger limitiert. Den letzten haben wir verkauft, war ein deutsches Fahrzeug aus erster Hand mit rund 15.000 Kilometern für 390.000 Euro. Ich würde so ein Fahrzeug aktuell auch zwischen 370.000 und 390.000 Euro zutrauen. Die ganz hohen Preise von 400 plus sehe ich bei dem Auto nicht aktuell. Also lass uns den mal mit 380.000 Euro bewerten. Nächstes Fahrzeug. Cayman GT4 RS, und man sieht schon, die Sammlung ist wirklich auf Track-Focused, Leichtbau, an den Rennsport angelehnte Fahrzeuge und hier ein GT4 RS in einer außergewöhnlichen Farbe. Can you imagine if Porsche put a GT3 engine in a GT4 platform? How awesome would that be? Wir sehen schon mal an der Motorhaube, es handelt sich um ein Fahrzeug mit Weißabpaket. Innen sehen wir auch den Klappsportbügel und die Vollschalensitze. This is a proposition that Porsche fans have. Die Felgen in Neodym über Porsche Exclusive. Been dreaming of for a very long time. And Porsche. Und hier die Ansaugung, ganz charakteristisch für das Weißabpaket. Und an den Felgen sehen wir zudem schwarze Bremssättel auf der Keramikanlage. Time. And Porsche actually went and did it. The GT4 RS runs the 500 horsepower naturally aspirated flat 6 from the 992 GT3 only unlocked. Also die Farbe hier ist auf keinen Fall eine Porsche-Farbe, auch keine PTS-Farbe. Der ist entweder foliert oder nachträglich noch lackiert worden. Unlike the 911 engine, this sits mid-mounted in the chassis for a beautifully balanced car. Additionally, the engine sits right with you. Und hier dann der Titanbügel und der weiße Schriftzug. Ja, wie werden die Fahrzeuge gehandelt? Unheimlich gehypt gewesen seit Beginn, wo er rauskam. Jetzt lässt es langsam nach. Wir haben den letzten vor rund 3 Wochen verkauft. War auch ein Fahrzeug mit Keramikbremsanlage. Weißachpaket, ja, und den Magnesiumfelgen. Das sind die drei wirklich teuren Extras. Und da liegt ein Fahrzeug ohne PTS in etwa bei 205.000 bis 208.000 Euro. Wir haben auch einen aktuell im Angebot auf unserer Webseite. Und es ist das Fahrzeug hier, also ein Neufahrzeug in genau der Konfiguration, aber eben ohne Sonderfarbe, hier in Weiß, ohne Sonderpreis. Den bieten wir für 249 an. Wir haben den letzten tatsächlich für 250 verkauft, aber jetzt nimmt doch die Bereitschaft ab, solche Preise für die Autos zu zahlen. Ich würde aktuell so ein Fahrzeug bei 230.000 Euro sehen. Kommen wir zu Fahrzeug Nummer 5, auch ein alter Bekannter. Ja, hier sehen wir schon mal ein bisschen besonderes Interieur. Es ist ein 991.2 GT3, also die Facelift-Variante mit dem 4-Liter Motor. Im Interieur die Vollschalensitze, aber auf keinen Fall original. Die wurden mal irgendwie von einem Sattler oder dergleichen umgebaut. Auch das Armaturenbrett hier in Voll-Alcantara gab es bei dem Fahrzeug so nicht. Und wir sehen hier, es ist ein Handschalter. Kein Lift. Okay, so I really gotta stop saying this. PCCB, PDLS Plus LED-Scheinwerfer und hier hinten ja ein kleiner Entenpürzel. Also hier hat wohl er den Spoiler abgebaut und entweder das Heck des 911R verbaut oder irgendein GFK Aftermarket-Teil. You gotta stop saying this, but this genuinely is one of my favorite cars. And not just because it's a fantastic car, but from a sentimental point of view, it has been a massive part of the channel, a massive part of the journey since day one. Now, this is a story which I actually haven't shared, but this originally was Sir Chris Hoy's car. Anyone outside of the UK, he is one of the most highly decorated cyclists of all time. I think he's 11 times cycling world champion and six. Wir bewerten den jetzt einfach mal wie einen normalen, originalen GT3 mit einer mittleren Laufleistung. Der ist offensichtlich schon gut gebraucht worden und wir schauen hier mal rein, wo die Fahrzeuge im Markt liegen. Der 901 GT3 vor Facelift und Facelift waren unheimlich gehypt bis Mitte 2022,
mit einem sehr geringen Anteil von den Fahrzeugen am Markt. Jetzt hat der Markt aber wirklich sehr, sehr viele Fahrzeuge neu reinbekommen und die Preise bewegen sich jetzt wirklich rückläufig. Würde ich sagen, im Vergleich zu Anfang 2022 haben wir ungefähr eine 10% Korrektur aktuell und da muss man schon vorsichtig sein mit der Einstufung. Also der 912 GT3 hat eben 500 PS. Wir schauen mal Fahrzeuge bis 30.000 Kilometer und beim GT3 immer entscheidend Lift, Klappsportpaket, Vollschalensitze und auf alle Fälle PDK ist wesentlich beliebter wie das Schaltgetriebe. Die Fahrzeuge fangen bei 150.000 Euro in etwa an, 157, 159, 159. Ja, schauen wir doch uns gerade mal den hier an. Weißes Fahrzeug mit Stahlbremsanlage oder ist Kreide. Die Außenfarbe mit den normalen 18-Wege-Sitzen ist jetzt nicht optimal an der Stelle. Absport approved. Schauen wir uns den mal an. Das ist jetzt ein gutes Beispiel, wobei Rot immer nicht ganz so beliebt ist als Außenfarbe. Stahlbremse mit den 918 Schalensitzen, Lederpaket an Türtafeln und Armaturenbrett, Klappschutzpaket, Einschiebsleisten Carbon, 22.000 Euro für 165. Im Übrigen haben wir auch einen in Angebot, und zwar dieses Fahrzeug hier mit 40.000 Kilometern, hat auch die Stahlbremsanlage, dieselbe Konfiguration im Innenraum wie das eben gezeigte Fahrzeug, 18 Sitze, Türtafeln, beledert Lift, Chrono und Carbonumfänge. Und ja, in etwa würde ich so ein 901.2 GT3 aktuell bei 160.000 Euro einschätzen. So, Fahrzeug Nummer 6, ein alter Bekannter. Und zwar sehen wir hier ein 355 GTS. Also die Targa-Variante, die offene Variante mit dem Challenge-Grill. Alright, next up we've got the Ferrari 3. Gibt ein paar Besonderheiten beim 355. Die Spreizung bei den Preisen ist unheimlich groß. Man muss unterscheiden zwischen sehr frühen Fahrzeugen und späteren. Zum einen, zum anderen dann auch, ist es ein Handschalter oder ein F1. Der 355 war das erste Fahrzeug mit dem F1-Getriebe, das noch nicht ganz so schnell geschalten hat wie spätere Modelle. Deshalb auch der Handschalter wesentlich höher bewertet. Und dann gibt es noch eine Unterscheidung bei der Motorelektronik, beim Motorsteuergerät. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. We've got the Ferrari 355 GTS Manual. That's the really Handschalter, also schon mal richtig gemacht. The really important part. Now, a few years ago on the channel, we started a series called Modern Classics, which was a look back at all of the iconic cars. Und hier sehen wir auch schon das Lenkrad mit Airbag. Was sagt es uns? Es ist auf jeden Fall schon mindestens Modelljahr 95. Es gab bis Anfang 95, also er kam der 355 kam 94 auf den Markt und hatte dann bis Anfang des zweiten Modelljahres das Lenkrad ohne Airbag, das ikonische Dreispeichenlenkrad, und bekam dann eben hier den Airbag. Decades, many of which were our poster cars growing up. For me, the 355 was literally a poster car. One of the most enjoyable driving experiences going at acceptable road speeds. It sounds like Michael Schumacher going road legal. Ganz klassisch eben Rosso Corsa mit beige innen. Legal pace. Our new favorite game is truck spotting because it acts as a reverberation surface for this exhaust. Watch this. Und genau das macht den 355 aus, eben der 5-Ventiler, der unheimlich gut klingt und ihn zum einen der wirklich coolsten Autos der 90er macht und im Vergleich zu so einem Porsche 903 hat er auch schon richtig Leistung. And in this day and age, when people are chasing 0-60 times Nürburgring lap records, cars are getting heavier. To experience something that is just for the thrill of driving is ultra rare. And this epitomizes exactly that. It's not about lap times, it's about good times. This is full of 90s Italian hangovers, which is fine, it gives it its own character, but it also set us the challenge of how. In dem Fall sieht man schon mal, es ist wahrscheinlich ein Fahrzeug aus 96, 97 mit der neuen Motorsteuerung und die beliebteste Variante ist die 94er mit dem Dreispeichenlenkrad, mit der Handschaltung und der alten Motorsteuerung. An was erkenne ich die? Das zeige ich euch eben einmal bei uns hier. Wir haben nämlich zufällig
ein Fahrzeug im Bestand. Und hier sehen wir ihn in 94er in Rosso Corsa mit Pelle Nera, also schwarz innen, ohne Challenge Grill. Der Handschaltung und hier das 3-Speichen-Lenkrad. Und um das geht es eigentlich hier, die geführte Schaltkulisse. Im Übrigen das erste Fahrzeug mit serienmäßig härteverstellbarem Fahrwerk. Mal weitergehen. Genau, und hier sieht man eben die Ansaugung getrennt hier mit zwei Luftmassen bzw. Luftmengenmessern und daran erkenne ich die 2.7 Motronic. Und in der Kombination ist es das gefragteste Fahrzeug. Wenn es jetzt noch ein GTS wäre, wäre es perfekt. Wir bieten den für 140 an. Realistisch ist ein GTS vielleicht nochmal 10.000, 15.000 Euro höher bewertet bei 155. Und ich würde den GTS von ihm, da er jetzt einfach auch ein bisschen eine höhere Laufleistung hat, mal mit 140.000 Euro bewerten. So, hier die Nummer 7, finales Fahrzeug, 993 Coupé. Man sieht es schon, es ist ein früher. Carrera 4, also die Allrad-Variante, wahrscheinlich ein 95er oder 96er Fahrzeug. Anschaltung schon mal wichtig. And here's one you definitely haven't seen because we... Und ganz klassische Farbkombination, außen glaube ich Polar Silber, innen müsste es Nachtblau Leder sein. We added this to the garage last week. This is the 1995 Porsche 9. Ja, und hier sagt es auch 1995, also erstes Modelljahr oder ich glaube zweites. Auf jeden Fall ist es noch der 272 PS Motor. Oftmals suchen Käufer den späteren, den Variorama Motor mit 286 PS, der dann im Modelljahr 96 auch kam. Und hier ist es eben jetzt eine Frühvariante mit Allrad. 993 Carrera 4. Amazingly, these two are the same era. These would have been on. Und es stimmt auch, die beiden sind wirklich eigentlich ja gleichzeitig auf den Markt gekommen. Aber der 993 fährt sich wirklich wesentlich moderner wie der 355. Gleichzeitig finde ich persönlich bietet einem der 903 nicht ganz dieses analoge Fahrerlebnis, nicht den Klang wie der 355. Und ich würde in dem Trio, würde ich jetzt tatsächlich den 355 persönlich deutlich vorziehen. The cover of car magazines at the same time. The reason that we've added this to the garage is yet to be shared. I'm not going to go into it just now, but we're going to be going on an extremely substantial journey with it. But top line, this is the 3.6 liter. They also did a 3.8. This is the... Jetzt wie auch sagt, es gab auch einen 3.8 Liter. Allerdings der spätere Variorama Motor hatte auch einen 3.6 Liter Hubraum. Der 3.8 Liter war in der Werksleistungssteigerung, hatte auch das Kürzel X51 und da wurde der eben aufgebohrt, ja, um 200 Kubik auf die 3.8 Liter und hatte dann 300 PS. This is the 3.6. I've got to tell you, I drove this thing home, expecting it to be a little bit rough around the edges. The previous owner... Also mal kurz zusammengefasst, frühes Fahrzeug, Carrera 4 ist nicht perfekt, dafür ist es ein Schalter. Ja, die Fahrzeuge werden ganz grob, würde ich sagen, um die 70.000 Euro gehandelt. Wir schauen hier einmal nochmal in den Markt, mit der Leistung von 272 PS. Wir gehen mal bis 100.000 Kilometer, um einfach so ein Stück weit die guten Fahrzeuge auch rauszufiltern. So, und steigen wir mal ein. Zunächst mal hier Automatik. Fahrzeuge sind immer deutlich geringer bewertet. Ich würde hier einen Abschlag von Ihnen etwa 5.000 bis 10.000 Euro rechnen. Ist ein weißes Coupé. Das sieht aber auch, also Blick jetzt nicht gut aus. Mal schauen, was uns da erwartet. Und dann kommen wir in Richtung 80.000 Euro Carrera 4 Cabrio. Cabrio und hier ist dann ein Coupé. Also man sieht schon, die Coupés sind auch etwas höher bewertet wie die Cabrios. Der hier mit dem Carrera S-Rad, 96.000 Kilometer. Das sieht etwas besser aus, aber auch hier mit komischer Innenausstattung. Also beides keine Sahnestückchen. Ja, also man sieht schon, es sind kaum gute Fahrzeuge am Markt, aber wir haben schon einige von denen verkauft und wir haben hier auf der Webseite auch eine Referenz. Und zwar ist es ein
903 Tager müsste hier hinterlegt sein. Und der 903 Tager, der doch seltener ist wie das Coupé. Und dann bei uns hier in der Ausführung, wo ist er dann? Als Tiptronic, war auch ein deutsches Fahrzeug. Den haben wir für rund 75.000 Euro verkauft. Coupé als Schalter dann etwas höher. Also 80.000 Euro würde ich mal für das Coupé ansetzen. Auf jeden Fall eine mega coole Sammlung und man sieht auch, er ist in der Szene gut unterwegs. Er weiß auch bei Porsche sehr, sehr gut, auf was ich achten muss. Man sieht so historische Details in seinen Fahrzeugen, die einfach zeigen, dass er sich mit dem Thema auseinandersetzt, dass er ein bisschen die Heritage der Marke auch kennt und es in seine Konfiguration einfließen lässt. 7 Fahrzeuge, in der Summe ist die Kollektion ungefähr 3,2 Millionen Euro wert, etwas über 3 Millionen Euro. Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz beachtlich. Es sind viele Fahrzeuge, die auch wir bei uns hier im Bestand haben, die auf Leichtbau, auf Rennsport ausgelegt sind. Und es sind durchweg Autos, die sich sehr gut handeln lassen, die relativ liquide sind. Und ja, coole Sammlung auf alle Fälle. Falls ihr andere Sammlungen habt von einem Influencer, die Sammlung bewertet haben möchte, schreibt es bei uns in die Kommentare. Wir freuen uns darauf und sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.